Hallo und herzlich willkommen zur Gunpowder Community. In meinem heutigen Video werde ich etwas doch recht Untypisches machen. Und zwar geht es hier nur um einen Zeitvertreib. Ja, und der Zeitvertreib, der findet mit diesem tollen Gewehrchen hier statt. Am Koffer könnt ihr das schon erkennen. Es geht um ein Steyr-Gewehr. Und welches das ist, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Das Video handelt in diesem Falle von der Steyr Challenge I und ich nenne es heute mal Zeitvertreib-Video, weil ich möchte später noch smoken bzw. jetzt smoken und in der Zeit, in dem ich das Fleisch immer wieder beobachten muss und die Temperatur beobachten muss, werde ich ein bisschen trainieren. Das ist mein Vereinsgewehr. Da wird ganz normal aus 10 Meter geschossen, stehend, nicht aufgelegt. Und dazu habe ich mir dieses Gewehr hier zugelegt. Das wird es in Kürze auch definitiv im Review geben, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber damit es mal einen Eindruck gibt, so sieht das Ganze aus. Man kann hier so gut wie wirklich alles verstellen. Und ich denke, das ist definitiv einem Review würdig. Und ja, das werde ich jetzt machen. Ich werde aus 10 Meter ein bisschen trainieren, weil mein Smoker hier, der muss jetzt dann mir ein bisschen Schweinebauch über die nächsten Stunden bescheren, leckeren Schweinebauch. Und deswegen wollen wir heute ein bisschen Zeitvertreib starten. Ich meine, wir könnten rein theoretisch auch hier rüber gehen. Oh, ja. Ja, Zwillinge halt, gell? Man könnte rein theoretisch auch hier ein bisschen Daten. Mal schauen, was ich heute noch mache, aber vordergründig möchte ich ein klein wenig trainieren mit meinem neuen Steyr. Also lasst euch überraschen. Da liegt es nun auf einem kleinen Holzhocker, das Steyr Challenge I. Und mit dem werden wir jetzt gleich mal ein klein wenig Spaß haben, damit ich mir meine Zeit, in dem das Fleisch gart, überbrücken kann. Geschossen wird hier mit ganz handelsüblichen Diabolos, die habe ich bei mir aus dem Verein. Ja, das Teil brauche ich übrigens, um den elektronischen Abzug anzumachen. Ja, und gehen wir noch mal einen Schwenk nach vorne und dann nach unten. Hier ist meine 10-Meter-Markierung und dann gehen wir mal nach vorne. Da sieht man schon auch aufgebaut mein Kamerastativ und hier die Scheibe. Wir haben natürlich hier bis auf die 10 Meter keine anderen Wettkampfbedingungen. Ich habe weder Schießjacke noch Schießhandschuh an, noch decke ich mein Auge ab. Das werde ich ganz normal machen, indem ich einfach mit einem Auge zwinker und das dann zulasse. Ansonsten würde ich sagen, können wir dann jetzt auch langsam aber sicher loslegen. Spann mal euch mal hier ein. Na. So. Dann zoomen wir ein bisschen ran. Und dann war's das.
Ja, wie man sieht, halte ich immer noch einen Tick zu weit unten an, aber ohne Schießjacke und Schießhandschuhe mit leichtem Wind, wobei der Wind, muss ich sagen, gar nicht so arg reinspielt. Ja, es war schlecht. Es könnte definitiv besser sein. Das ist auf einer, ich nenne es mal, wir haben ja wie gesagt hier eine Luftgewehrscheibe auf einer Luftpistolenscheibe. Wäre das dann doch ein etwas schlechteres Ergebnis von den Punkten her? Ich würde sagen, es ist einfach nur Durchschnitt. Ja. Naja, jetzt muss ich mal kurz nach dem Smoker gucken. So, dann lasst uns doch mal schauen, was denn in den Smoker reingeworfen wird. Und zwar sind es knapp 1,8 Kilo Schweinebauch, der von mir vorher gerubbt wurde. Das bedeutet, ich habe mir hier selber eine, ich nenne es mal, Würzmischung gemacht, den Braten trocken geruppelt, dann den Braten mit mittelscharfem Senf eingerieben, damit dann meine Gewürzmischung, die zum größten Teil natürlich aus braunem Zucker, aus Salz, Pfeffer, weißem Zucker, aus ganz vielen verschiedenen Sachen besteht. Und der ruht jetzt schon einige Stunden hier in dieser Folie. Und den werden wir jetzt dann auch bald auf den Smoker legen. Aber vorher werde ich noch mal eine Runde schießen. Ich benutze wieder dieselbe Scheibe und mal schauen, ob ich da ein bisschen was Besseres hinbekomme. Lasst euch überraschen. Ja, zwei massive Ausreißer, weil ich meinen Abzug immer noch wesentlich viel zu sensibel eingestellt habe. Wobei sich das natürlich mit etwas Übung, das Gewehr habe ich jetzt circa 2 Wochen, auch irgendwo einstellen wird. Aber ich glaube, wir haben uns der Geschichte schon ein klein wenig näher, na, angenähert, wie man hier sehen kann. Hier, ja, na, mal gucken, vielleicht kriegen wir noch was Besseres raus. Ja, das Training ist gar nicht mal so gut verlaufen, wobei es eher ein Fun-Shooting als ein Training ist. Aber trotzdem muss man sagen, war ich gar nicht mal so gut. Ärgerlich, ärgerlich.
Alles andere hat sich dann doch einigermaßen eingependelt. Ein bisschen nachjustieren kommen wir der ganzen Geschichte auch näher. Aber so ganz haben wir das Ziel nicht erreicht und naja, schade. Aber jetzt muss ich mich erstmal wieder um den Braten Ja, kümmern. viel zu deprimiert vom kleinen Fun-Shooting, Training-Shooting verabschieden wir uns von der Steyr Challenge E, die ihr demnächst im Review sehen werdet. Ich glaube, ich gehe jetzt dann ein bisschen darten. Ja, die Feuerkammer ist jetzt beheizt mit Buche und Kirschkernholz und jetzt werden wir mal den Schweinebauch drauflegen. Ja, man sieht, ich bin nicht nur ein mittelmäßiger Schütze, sondern auch ein mittelmäßiger Dartspieler. Aber es dient ja alles nur zum Zeitvertreib. Das habe ich jetzt aus 10 Durchgängen. Ich glaube, 10 waren es, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aus 10 Durchgängen erreicht. 567. Naja, geht besser. Das hier ist die Bestenliste, die besten 3 aus 10 Durchgängen. Und da sieht man, ich war schon mal besser, aber es gibt definitiv auch noch den einen oder anderen, der besser sein könnte oder auch besser ist wie ich. Ja, ich werde mir jetzt noch ein bisschen die Zeit mit dem Daten vertreiben und danach gucken wir noch ein bisschen, wie sich das mit dem Fleisch so verhält. Aber nachdem heute ja so schönes Wetter ist, führe ich euch gern mal ein klein wenig über unsere schöne Frühlingslandschaft hier. Man sieht Tulpen, wie sie blühen. Kleine Bäumchen, wie sie blühen. Frühling ist schon was Schönes. Ja? Einfach Pflastersteine, wie sie blühen. Die Schaukel für die Kinder, der Pool. Einfach mal ein bisschen abgehen. Und das schöne Wetter, muss man wirklich sagen. Also wirklich wenige Wolken. Mal ein bisschen genießen. Ja. Das ist schon echt schön. Ist schon wirklich echt schön. Ich mag den Frühling. Der Sommer wäre mir jetzt aber noch lieber. Dann könnte ich schon mal schön im Pool planschen. Ja. Ein alter Brunnen. Ja, natürlich wieder
die Bobby Cars. Und jetzt schauen wir mal nach dem Fleisch, das da hinten drin ruht. Was gehört natürlich auch zu leckerem Grillen bzw. Smoken dazu, nachdem man natürlich fertig ist mit dem Schießen und nicht vorher? Ein leckeres Bier, in diesem Falle ein Augustiner Hell, obwohl ich eigentlich eher der Hackabschor-Fan bin, aber leider gab es das heute nicht, also musste ich da ein paar Flaschen mitnehmen. Aber ich denke, das passt schon soweit. Jetzt gönne ich mir erstmal ein Zigarettchen und warte ein bisschen. Ja, mittlerweile sieht das Ganze so aus. Machen wir gleich wieder zu. Aber ich denke, das wird ganz ordentlich werden. Ja, und so sieht das Ganze nach 2 Stunden aus. Man sieht noch nicht ganz viel, aber die Temperatur ist auch ein Ticken zu hoch. Wir sind jetzt irgendwo bei 150 Grad. Man hört die Kinder rechnen im Hintergrund, die sind aus der Kita auch zurück, deswegen liegen hier natürlich logischerweise keine Gewehre, Pistolen oder sonstiges mehr hier rum. Und ja, schauen wir mal. Dein Gesicht wollen wir nicht drauf haben, aber zeig mal, wie du rechnen kannst. Zeig meinem Papa, wie du das machst. Komm. Ja, ungefähr so funktioniert es. Genau. Das ist momentan die Lilly. Die ist jetzt knapp 2,5 Jahre alt und die arbeitet ganz fleißig. Ja, so viel hat sich noch nicht getan, aber wir schauen trotzdem noch mal ganz kurz rein. Es kommt gute Hitze raus, wird langsam und allzu lang dauert es auch nicht mehr. Mal gucken, was haben wir denn hier? 150 Grad. Ja, fast ein bisschen zu viel, da müssen wir ein bisschen runter regeln. Ja, dann schauen wir mal wieder rein. Mittlerweile ist die ganze Geschichte knapp 3 Stunden drin. Man sieht schon, der Zucker ist schön karamellisiert, der Braten sieht schon wirklich, wirklich fein aus. Dem Ganzen geben wir jetzt einfach noch 15 bis 20 Minuten und dann kann auch schon gegessen werden. Ja, Braten kurz angeschnitten, Braten für gut befunden. Lecker. Jetzt geht's hoch zur Frau und den Kindern. Und dann wird der gegessen. Der ist jetzt zwar ein bisschen schwarz, ist aber normal, weil einfach der Zucker in dem Rub, den ich verwendet habe, karamellisiert ist, nachdem ich den mal kurz aufs offene Feuer gelegt habe. Aber im Endeffekt ist der jetzt wirklich fertig. Sieht super aus. Und jetzt können wir nur noch essen. Ich hoffe, euch hat das kleine Video, untypisches Video, gefallen. Wenig Schießen, ungenaues Schießen, bisschen Daten, ungenaues Daten, aber dafür ein lecker Braten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann wieder mit dem richtigen Review. Ich habe hier ein paar Tsurakis rumliegen. Ich habe noch eine Walter rumliegen. Dann wollen wir natürlich noch das Steyr-Video machen. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch für heute und wünsche noch ein angenehmes Wochenende.